Herzlich willkommen bei einer neuen Runde Hearthstone. Nachdem jetzt schon Paco Kartenpackungen ausgepackt hat und wir gegeneinander gespielt haben, haben wir heute wieder was Neues vor. Und zwar wollen wir ein klitzekleines Mini-Turnier veranstalten. Und dazu haben wir uns den Jens dazu geholt. Hallo Jens. Hallo. Und der Paco ist auch da. Hallo Paco. Hallo zusammen. Und zu dritt wollen wir jetzt mal gegeneinander spielen. Wir haben uns überlegt, jeder Best of Three, also im Bestfall drei Spiele gegeneinander. Wer zwei davon gewinnt, entscheidet das für sich. Ja, und wir haben uns überlegt, Jens und ich fangen an, gegeneinander zu spielen und Paco guckt uns dabei zu. So ist es. So, lade ich den Jens mal ein. Ich habe heute Morgen auch online gespielt und ich wurde Opfer einer sehr, sehr bösen Karte. Wie der hieß? Verrate ich nicht, weil die habe ich mir gecraftet. Aha. Und die kommt gleich. Ja, interessant, bin ich immer gespannt. Ja, ich fand die sehr gemein und ich hatte nicht die geringste Chance. Der hat mich einfach nur weggewichst und das nur wegen dieser einen verschlissenen Karte. Und die hat beim Craften nur 100 gekostet. War nicht mal was Besonderes. Also blau. Ja, war blau und war auch nur für den Paladin. Aha. Und. So, ich muss jetzt noch irgendwelche Musikanten hier bezahlen und dann kann es losgehen. So, auf geht's. Kann ich zuschauen? Ja. Spiel wird gestartet. Ich komme, Leute. Dann komm. So, was haben wir denn da? Schurke gegen Magier. Ihr habt es so gewollt. Seid auf der Hut. Jens, wie sieht so deine Spielerfahrung mit Hearthstone aus? Ich habe es mal eine Zeit lang gespielt. Ich habe aber diese ganzen Add-ons nicht gespielt. Von daher ist die Erfahrung ein bisschen eingeschränkter. Okay. Ja, ich sehe gerade beim Zuschauen, ich kann jetzt die Karten von Björn sehen und die Karten von Jens nicht. Okay. Das heißt, wenn wir wirklich mal vorhaben, so ein Turnier zu machen, müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Dass wir vielleicht ein Spiel bei dem einen zuschauen, ein Spiel bei dem anderen. Damit das so ein bisschen ausgeglichen ist, dass man nicht immer nur die Karten vom anderen sieht. Ja. Ja. Schlachtzugsleiter. Ach, guck mal, ich kann mir hier auch Karten angucken. Das ist ja genial. Habt ihr schon mal gegeneinander gespielt? Nein. Nein. Das erste Mal. Ah, okay. Oh. Ein ganz besonderer Moment. Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch so der Modus, der in Frage kommen würde für das Turnier, was wir angepeilt haben. Best of Three. Wenn du nur ein Spiel machst, dann ist die Varianz einfach viel zu groß, dass man da durch irgendeine bescheuerte Kartenkonstellation, die einem da ausgeteilt wird, auf einmal raus ist. Und da ist zu viel Glück halt dabei. Mhm. Ich muss die Schnauze halten. Ich hätte jetzt fast die Karte vorgelesen, die da ist. Das darf natürlich nicht passieren. Kannst du ruhig machen. Ja, du hast da nichts gegen, ne? Das Dingo! Ja! Beide hoch konzentriert. Ja. Das ist auch wirklich spannend zuzugucken. Kennt ihr den YouTuber Laglan? Nee, wenig. Der hat eine Zeit lang Let's Plays gemacht für Pokémon Go. Da habe ich ihn auch verfolgt, weil ich da bei dem Spiel auch mal relativ aktiv war. Inzwischen mache ich da gar nichts mehr. Der hat jetzt irgendwie von gestern oder so dann auch Hearthstone entdeckt. Für sich und hat ein paar Kartenpackungen aufgemacht.
natürlich keine einzige Legendary drin gewesen. Der hat 25 Kartenpackungen ausgepackt. Und Björn, warum soll es dem da besser gehen als mir einfach? Ne? Hat er Pech gehabt. Und der hatte dann Best of Five gespielt mit einem Hearthstone Pro, den er sich eingeladen hat. Und sich von dem dann so richtig Tipps geben lassen. Das war echt nett. Ja, cool. Aber zum Thema Pokémon Go, im Moment lohnt es sich wieder. Ja, sind im Moment die neuen, die zweite Generation ist freigeschaltet, ne? Ja. Es gibt auch mittlerweile so Daily Quests und solche Sachen, also... Ja, du bist ja im Moment aktiv noch? Ich bin wieder eingestiegen, ja. Du bist wieder eingestiegen. Ja, ich wollte da auch noch mal reinschauen. Ich war ja gestern im Kino. Das hört sich jetzt so an, als hätte das gar nichts damit zu tun. Ich war gestern im Kino in Rogue One. Und da habe ich gesehen, dass da einer an seinem Handy rumfummelte und auch Pokémon Go gespielt hat. Hm. Und der hat ja gerade ein Ditto gefangen. Oh. Im Kino. Ja. Das war so eine Sache, so ein Pokémon, was man damals immer so fangen wollte, was aber noch nicht unterwegs war, als ich gespielt habe. Und fand ich dann schon, da habe ich mir so gedacht, ja, hat sich was geändert. Im Moment gibt es vermehrt Pikachu. Mit einer Weihnachtsmütze auf. Also der taucht jetzt oft da auf, wo viele Pokestops sind. Ja. Björn, kurz zu deiner Hand, ne? Ja. Der neueste Zuwachs. Ja, ich weiß, was du meinst. Die Karte habe ich auch. Die ist zu einer meiner Lieblingskarten geworden. Ja. Ich hatte dir auch schon in dem anderen Video gesagt, dass ich die gecraftet habe. Ja, die ist absolut geil. Die hat den Namen verdient. Aber ist halt blöd, wenn viel auf dem Board ist. Ja. Ja, der Jens hat da jetzt zwei Schildmeister ausgespielt. Eine dicke Abwehrmauer um seine Jaina gebaut. Gucken, ob der... Mein Gott, der Björn, der... der drischt da aber nur drauf ein, ja? Okay. Hat ein passendes Gegenmittel gefunden, würde ich sagen. Sich da durchzuboxen. Jetzt mal schauen, wie der Jens dagegen kontert. Mit dem Flusskrokolisken. Ich sehe jetzt leider nicht, was der Jens auf der Hand hat. Aber zwei Karten, das ist immer so eine schwierige Phase im Spiel, wenn du da nicht die richtigen Karten hast und dann fünf Mana verfallen lassen musst, weil du die nicht ausspielen kannst. Das ist eine unglückliche Situation, ne? Ja, das ist leider sehr teuer. Das könnte man eigentlich gut verwenden. Aber eure Helden haben schon gut drauf gekriegt, so wie ich das sehe. 13 zu 9. Ja, relativ spannend. So beide. Ja. Niedrig. Na, ist wichtig, dass die eine Karte ausgeschaltet wird. Und jetzt... Ja, damit klärt der Jens einmal das komplette Board. Das ist... nochmal von vorne. Oh. Das ist mies. So Jens, ich hoffe, du hast die eine Karte, die du da hast, ist ein Schaf. Er hat schon zwei ausgespielt. Ich habe zwei schon ausgespielt. Ja. Ja, der ist böse, ey. Der geht richtig Rage. Damals, als ich die Karte, jetzt kann ich ja drüber reden, die hatte ich in einem ganz normalen Kartenpack, ja? Habe ich für einen 10er mal gekauft und da irgendwie 15 Packungen gekriegt und in einer Packung war der Ragnaros drin. Ich war mir gar nicht so darüber im Klaren, dass es eine so gute Karte ist. Also ich habe gesehen, ist manchmal ist einem das nicht bewusst. Das stimmt, ja. Eine 8-8er Karte, ne? Das ist natürlich, sind hohe Werte, aber der hat mir schon so auf den Arsch gerettet einfach. Dem Fluss hier selbst, wie heißt das Vieh? Den Oasenschnappkiefer, selbst den würde der ja mit Leichtigkeit einfach wegputzen, ne? Ja.
Björn tut was für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, ne, weil der irgendwo drauf. Und da ist er. 1-0 für den Björn. Ja. Björn geht in Führung. War aber trotzdem knapp, würde ich sagen. Ja, hat mir das auch gut Schaden gemacht. Das war jetzt wieder so ein Spiel, wo ich wirklich sagen würde, da, wenn du da so ein Ragnaros ausspielst, dann ist das schon eine verdammt fette Waffe. So, müssen wir noch eins. Ja, Glückwunsch. Im nächsten Spiel würde ich dann gerne dem Jens zugucken, dass wir da dann auch mal die Hand sehen. Ja. So. Beginnt Duell mit einem Freund. Ich kann noch nicht zuschauen irgendwie. Ja, wir sind auch suchen wir noch ein Deck aus. Ach so, ihr seid da an der Stelle. Ja. Alles klar. Jetzt geht's los. So, jetzt schauen wir mal dem Jens zu. Ah, der Tral. Ja, der Schamane, den habe ich auch relativ lieb gewonnen. Er ist eine coole Klasse. Welche Klassen spielt er denn noch so? Jens, du zuerst. Also ich spiele überwiegend eigentlich mit dem Magier oder der Magierin. Ja. Druide ab und an auch mal. Ja. Das ist eigentlich so mein Standard-Charakter, den ich nehme. Ah, okay. Björn? Und bei mir ist es ziemlich genau in der Reihenfolge Priester, Paladin, Krieger, Schamane. Ah, okay. Die spiele ich so in der Reihenfolge am liebsten. Ja, das, was ich mir jetzt in der letzten Zeit angeschaut habe, ist Schamane, Paladin und Magier. Das sind so meine drei Klassen, die ich gerne spiele. Womit ich jetzt nichts anfangen kann, du hattest den Krieger genannt. Ja. Gethum. Ja, der ist bitter. Da habe ich schon ein paar Mal drunter gelitten. Ich hätte so gerne auch diesen Cthun. Aber ja. Ja. Da muss es zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein irgendwie, ne? Ja. Mich hat der Schamane selbst wild gemacht mit seinen ganzen Totems. Mein Lieblingstotem von ihm ist das Heilungstotem. Ja, ich finde das Sporttotem eigentlich ganz cool. Ja, das hilft einem auch. Wäre ganz schön, wenn man. Ja, da haben wir doch schon. Haben es, ja. Ja, und ich habe so ein Totem, was du dann legen kannst als Karte. Was dann den Angriff der umliegenden Einheiten um 2 oder 3 erhöht. Ja. Die musste ich mir aber auch craften, aber da dachte ich mir, wenn du den Schamanen vernünftig spielen möchtest, dann brauchst du dieses Totem. Richtig. So, ich schau mal auf die Hand von Jens, ohne was zu sagen. Tja. Im Moment ist Jens in Führung. Ja, direkt mal einen Abwehrwall gebaut. Da kann der Schildmeister auch erstmal nichts gegen machen. Gegen diesen ganzen Spott beim Björn. Ja, beide erstmal defensiv. Ja. Wobei so ein spöttisches Deck auch seine Vorteile hat. Da muss man wirklich sagen. Also da kriegt man den Gegner manchmal schon zur Weißglut getrieben. Habe ich so den Eindruck. Da greift er nicht an, der Jens. Ich hätte doch sowieso nur auf den hier gehen können. Ja. Ich spiele noch ein bisschen mit dem Katapult hier. Also jetzt musst du mir noch mal erklären, wie lädt sich denn dieser Cthun auf? Wodurch hat er denn jetzt was gewonnen? Dadurch, dass ich den Panda ausgespielt habe. Wenn du drauf guckst, siehst du, der Kampfschrei verursacht 2 Schaden und verleiht dem Cthun plus 2. Ja, das ist doch mal mega genial.
Und wenn der dann, aber den musst du dann auch erstmal kriegen, bevor du kaputt gehst, ne? Ja, das ist halt auch wieder vom Glück abhängig, aber die meisten Spiele gehen ja relativ lang. Und ja gut, wenn du den in der zweiten Hälfte des Decks hast, hast du natürlich recht. Einfach nicht wenn, ja, hat dieser Cthulhu immer Ansturm? Nee, der hat keinen Ansturm, der hat halt diese arkanen Geschosse. Und die hat der immer. Ja. Ah, okay, das heißt, so wie der aufgeladen ist, verteilt er so zufällig seinen Schaden auf alle Charaktere, auf den Helden und auf die Diener, die auf dem Feld sind. Okay. Genau. Wieso hat der viermal geschossen? Weil er Zauberschaden hat. Das frage ich mich auch gerade. Weil dein Drache Zauberschaden plus 1 hat. Achso, okay. Wir machen alle Schadenszauber einen Schaden mehr. Ah, okay, deswegen ist ein arkanes Geschoss mehr losgeballert. Okay. Na, jetzt im Moment hat Jens so ein bisschen Board Control, aber ich bin mir fast sicher, dass der Björn da jetzt gleich ein probates Mittel gegen findet. Weil der spielt gleich wieder so ein 8-8-Typ und macht das Ding wieder zu. Bam, bam. Der scheppert zweimal und dann ist schon rum. Ich frage mich. Ja, er fragt sich, ob. Weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Ja. Ja, schöne Cthulhu wieder aufgeladen. Das ist aber auch ein hässliches Vieh, ne? Schade, dass man den nicht craften kann. Aber wahrscheinlich ist es wirklich sowas, du kriegst dann bestimmte Karten, wenn du an bestimmten Tagen online bist und wenn du da nicht online warst, dann hast Pech gehabt. Ja, das weiß ich im Falle von Cthulhu gar nicht. Also, mich überrascht jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, dass man den nicht craften kann, aber... Naja, dann ziehen sie es wohl durch. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja, letztens hatte ich einen, der hatte sein Cthulhu auf 21. Ich meine, ich hatte ein Schaf extra dafür übrig gelassen, aber die 21, die frisst du erstmal. Ja. Das ist kein Spaß. Auf welchen Geräten spielt ihr gerade? Bin am PC. Am Laptop, ja. Laptop, okay. Ja, ich gucke hier gerade am iPad zu. Und nehme das gleichzeitig dann jetzt am Mac auf. Hör mal, wo wir gerade dabei sind. Ich frage mal ganz... ganz unverschämt. Hat einer von euch am Mittwoch für eine Sendung Zeit? Am Mittwoch, ja. Weil der Beppo, der kommt ein bisschen später. Also der hat gesagt, so 9 dürfte klar gehen. Wir wollen dann auch ein bisschen später anfangen. Nur, ich hatte jetzt schon überlegt, ob ich da mit Freddy zu zweit starten soll. Aber ich finde es zu zweit halt immer zu statisch. Da kannst eigentlich gar nicht richtig so zuhören. Deswegen dachte ich so, vielleicht hätte ja einer von euch Bock, einfach mal dazuzukommen. So ausnahmsweise kann man ja nicht mal mehr sagen. So, wie immer eigentlich. Ja, mir ist egal. Jens, wenn du möchtest, kannst du auch mitmachen. Nee, mach ruhig. Ist okay. Nee, das ist sehr geil. Wir wollten dann aber auch sagen, wir starten nicht wie immer 18:30, weil wir eigentlich nur 2 Folgen brauchen. Um 21 Uhr kommt der Beppo. Das heißt, es wäre dann so eine Art fliegender Wechsel. Ihr würdet euch so die Klinke in die Hand drücken. Wahrscheinlich seht ihr euch noch im Studio. aber deswegen haben wir gesagt, wir fangen halt irgendwie eine Stunde später an, 19:30 oder so. Und dann kriegen wir da genau die 2 Aufnahmen hin. Das ist quasi die letzte Folge in diesem Jahr, die wir aufnehmen und dann die Neujahrsfolge. Das ist die 2. Und da müssen wir dann auch ordentlich mal Werbung machen für das Turnier. Ich habe noch ein bisschen zusammengekramt. Ein paar Leutchen kriegen wir. Also wahrscheinlich werden wir unser Turnier im Viertelfinale starten lassen können. Oh, cool. Ja, cool. Freue ich mich drauf. Also die Personen, die gesagt haben, vielleicht machen wir mit, die würde ich auf jeden Fall mit einbeziehen. Wenn die dann kurzfristig keine Zeit haben, dann gilt das Viertelfinalerhalt als 1-0 nach Spielen gewonnen oder so. Würde ich jetzt sagen. Ja. Ja. Und dann ist es halt so. Vielleicht könnt ihr auch nochmal umhören, ob ihr jemanden kennt und der Bock hätte. Ja. Kann ich machen. Wenn ihr da jemanden habt, der mitmachen kann, wichtig ist halt auch, also nicht nur, dass wir, wenn wir ein Viertelfinale machen wollen, müssen wir 8 Plätze vollkriegen,
Vielleicht wäre es ja auch ganz gut, wenn wir dann, sagen wir mal, 10 Leute haben, die interessiert sind, dass wenn mal einer absagt oder so, dass wir dann quasi so eine kleine Nachzüglerliste auch haben. Ja. Weil ich finde es eigentlich, ne, dann machen wir in einer Woche, quasi in der vorletzten Januarwoche, machen wir dann das Viertelfinale, Halbfinale dann in der darauffolgenden Woche und an dem Wochenende Spiel um Platz 3 und Finale. Ja, ich sehe, das klingt sehr gut. Das Spiel geht gerade so ein bisschen Richtung Jens, ne? Der Jens, der hat da ziemlich heftig Board Control, und wenn der Björn jetzt nichts findet, wir labern die ganze Zeit drumherum, wenn der Björn jetzt nichts findet, was so richtig zieht, dann dürfte es das in dem nächsten Zug gewesen sein. Was nehme ich? Das. Und dann mache ich das. Das ist schon mal eine sehr gute Idee. Dass du zumindest einen mit Spott hast und jetzt ein bisschen das Board clearst. Aber ich glaube auch. Also Jens, was du da gerade machst, ist so eine kleine Machtdemonstration. Kann das sein? Bevor du das Spiel... Nehmen. Ja. Das ist Unverschämtheit, ey. Das ist... Sehr gut, ja. Diese Runde geht dann an den Jens. 1-1. Spannend. Ich sag's euch. So, das nächste Spiel gucke ich mir dann wieder aus der Sicht von Björn an. 1-1. Mein Gott. Guck lieber bei mir, das war ein gutes Omen. Ja. Ach Mensch. Jo, das war hart. Da konntest du nicht mehr viel machen, aber... Ich habe mich nur gewundert, ich hätte jetzt den Feuerball direkt den Tral in die Schnauze gegeben. Aber du wolltest erst noch alle Püppchen oder alle Karten bereinigen, ne? Ja. Ja. War in der Vorrunde nicht anders. Ah, okay, ihr seid schon wieder am Start. Ich komme dazu. So. Ich werde gut kämpfen. Das entscheidende Spiel. Das Licht beschützt. Oh. Ganz guter Eröffnungszug. Würde ich sagen. Ja, wenn man Glück hat und eine 1 ein Mana-Karte auf die Hand kriegt am Anfang. Eigentlich nur für den Zweck tut man sie sich ins Deck, aber wenn man sie dann nicht auf die Hand kriegt, ist echt blöd. Obwohl meine Lieblings-Ein-Mana-Karte, die man aber auch später im Spiel noch sehr, sehr gut gebrauchen kann, ist das Spiegelbild. Ja, die hat ja nur der Magier. Ja. Das ist immer ganz gut. Das ist so wie Bauer vorziehen beim Schach. So eine Standarderöffnung, sag ich mal. Oha, den habe ich letztens auch gekriegt. Den hat man am, hier diesen, das was du da auf die Hand bekommen hast, ne? Ja. Beim Schwarzfels meine ich, ne? Ja, richtig. Also im Schwarzfels sind echt ein paar gute Karten, die man sich durchaus ins Deck tun kann. Den habe ich jetzt inzwischen auch schon durchgezockt. Jetzt bin ich gerade in diesem Dschungelteil unterwegs. Ich weiß gar nicht mal, wie das heißt. Forscherliga? Club, genau, Forscherliga. Ich habe letztens gefragt, ob da der Reno Jackson mit dabei ist. Ja, den habe ich da gekriegt. Ja, alles klar, sehr gut, weil den wolltest du ja haben. Genau, aber ich hatte bis jetzt schon mal ein bisschen rumprobiert mit dem Reno Jackson. Ich hatte nicht so viel Glück. Weil du darfst dann, musst dir halt das Deck auch ganz besonders zusammenstellen. Ja. Du darfst ja keine einzige Karte zweimal dabei haben, richtig, ne? Richtig, genau. Ja, keine Doppel. Das ist,
Bis jetzt habe ich da noch keine Kartenkombination gefunden, die für mich funktioniert hat. Aber du kannst ja auch, wenn es nur ein oder zwei Karten doppelt sind, kannst du ja trotzdem so ein Deck zusammenstellen. Dir wird dann im Spiel schon gesagt, wenn der Effekt dann eintreten kann. Also der hat dann eine goldene Umrandung statt eine grüne. Ach so, also das heißt, ich gehe mit doppelten Karten. Und spielst dann so lange, bis du keine mehr doppelt hast. Und dann kannst du ihn auch spielen. Ach so, das wusste ich nicht, dass es auch geht. Dann muss ja, ich ja, das mal probieren. Ja, es kann ja auch jemand gegen diesen Reno Jackson, wie soll ich sagen, wirken, indem er dir noch irgendwie drei Karten von derselben Sorte ins Deck mischt. Da gibt es ja auch Karten. Aber grundsätzlich gibt es ja meiner Meinung nach keine Möglichkeit, ein Reno Jackson Deck zu erkennen. Nee, das nicht. Das hast du recht. Nur das ist, du spielst den und am Ende liegt er da und dann denkst du dir, ah, okay. Aber du weißt ja nicht vorher, dass du ein Reno Jackson Deck spielst. Ja. Und ich sag mal, wenn du jetzt Murloc Deck spielst oder so, das siehst du ja schnell, wenn da auf einmal nur noch die komischen Eidechsen da liegen oder so. Wobei ich da auch noch nicht den Vorteil erkannt habe. Murloc Deck oder sowas? Ja, du überschwemmst da einfach nur das Spielbrett, oder? Ja, ist schon richtig, aber es gibt halt viele Murloc-Karten, die andere Murlocs stärken und so, und die kannst du dann schon ganz gut pushen. Ich habe beispielsweise eine Murloc-Karte, die die Verteidigung oder das Leben um 2 hochschraubt, alle anderen Murlocs, und eine Karte, die dann den Angriff von allen Murlocs anhebt und so, das ist schon cool, nur wenn du dann gerade so im Überlebenskampf bist, so jetzt in der Situation, ich würde Murlocs spielen, die wären ja schneller vom Brett wieder runter, als ich gucken könnte. Ja, aber es gibt dann zum Beispiel, habe ich eine Paladin-Karte, die beschwört 7 Murlocs sofort aufs Spielfeld, die im Laufe des Spiels gestorben sind. Und dann kannst du die ganz schnell wieder zurückholen. Das ist eine 10er-Karte, ne? Ja, genau. Wie hieß die? Ich fand die Schreibweise Anything Goes oder so, ne? Weiß ich gerade gar nicht, wie die heißt. Ich glaube, die heißt Anything Goes, geschrieben A-N-I-F-I-N. Anything. Die habe ich gesehen. Wo war das denn? Irgendwo in einem Deckvorschlag war die und da habe ich dann nur gesehen, hatte ich meinen Spaß dran. Anything goes. Aber jetzt mal gucken im Spiel. Also im Moment steht es 18-25 für den Björn. Björn hat auch im Moment auf dem Board die stärkeren Karten liegen. Ja, das ist schon heftig, wenn Jens hält. Na gut, da hat er eine Lösung. Genau, wenn jetzt Jens hält nochmal 8 abbekommen hätte, dann wäre es doch schon knapp geworden mit nur noch 10 Health Points. Da hätte fast gar nichts mehr passieren dürfen. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja, Jens entscheidet sich dafür, den Helden direkt anzugreifen und an der Verteidigung vorbeizulaufen. Die Diener in Frieden zu lassen. Mal schauen, was der nächste Schritt von Björn ist. Der azurblaue Drache. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lasst mich in Ruhe. Das Dingo! Ja! Bereit zum Ausritt! Ja? Der Björn, der Jens hat einiges auf der Hand. Und Ansturm. Er war jetzt taktisch unklug, aber egal. Ja, der Schlachtzugsleiter, ne? Der. Naja. Hast du noch einen zweiten auf der Hand? Meinst du mich? Nee, Björn, der hat sich gerade eine Karte angeguckt. Ich wollte fragen, ob da noch ein zweiter ist. Ja, ich glaube, da links, ne? Ja, hier. Deswegen. Aber ich bin am Überlegen erstmal. Und der Achter, ist das auch einer? Ja, genau. Ah, okay, gut. Ja, dann ist das. Weißt du jetzt, was ich mir jetzt für ein Deck gemacht habe, ne? Ja. Ja, ich weiß. Aber das passt noch nicht, dann mache ich den hier. Da müssen wir uns auch noch überlegen, ob wir das jetzt, in welche Playlist wir das tun. Ob wir eine extra Turnier-Playlist machen. Und das hier so als Vorturnier gelten lassen oder ob wir das so in die neue Tactics-Reihe integrieren. Was meint ihr da? Ich würde sagen, eine neue Playlist. Vielleicht sowas wie, ja, weiß ich nicht. Zocken gegeneinander oder sowas.
Halt, Sachen, wo wir Sachen reinpacken können, wo wir halt gegeneinander spielen. Ja, im Moment haben wir so eine, das hieß früher Versus, jetzt sind mehrere, ich sag mal, mit Don't Starve, was ich mit Jens gemacht habe, auch Koop-Sachen dazu gekommen. Ja. Deswegen habe ich die ehemalige Versus-Playliste Mehrspieler umbenannt. Aha. Ja, da können wir das ja eigentlich auch rein, oder? Ja, ja. Ja, der ist schon wieder der Azure Blaue, ne? Ist jedes Mal irgendwie komisch, wenn bei den Arkanen geschossen einer mehr rauskommt. Das ist so ein gewohnter Ablauf. Okay. Das ist ja fast ein Schnäppchen, ne? Inzwischen. Lock. Ja. Jetzt wird's gefährlich für den Jens. Gleichstand. 11-11 und Björn hat Board Control. Was glaubst du so? Der Oger, der erinnert mich immer so ein bisschen an einen Arbeitskollegen von mir. So ohne den Helm. Tja, was machen? Was soll ich nur tun? Also irgendwas muss passieren. Wenn die Karten da so liegen bleiben, dann komme ich gezählt auf einen Schaden von 12. Also nicht mehr. Ja, so nicht mehr. So wieder. Hat doch nicht alles. Hä? Hat doch nicht alles. So, genau. Nee, so auch noch. Reicht immer noch nicht. Wir haben uns beide verrechnet. Okay. Scheiße! Da haben wir uns beide wirklich verrechnet. Shit. Oha. Da jetzt zwei Feuerbälle, zack, und den Ogre drüber ballern lassen. Ja, es ist sehr entscheidend, was noch auf der Hand liegt. Oh. Die letzte Karte muss nur ein Feuerball sein, dann ist das Ding jetzt andersrum entschieden. Das ist so mega spannend einfach. Jetzt mach es nicht so spannend da. Was geht da los? Ja, da zuppt er so an der Karte. Hat nicht gereicht. Ah, schade. Okay. Mein Gott, was ein spannendes Spiel. Was ein spannendes Spiel. Ja, wird knapp jetzt zum Ende nochmal. Sehr, sehr gut. Also, das ist schon mal ausgegangen. 2-1. Ganz knapp für den Björn. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Wer moderiert ab? Der Verlierer, komm. Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Demnächst kommt dann auch noch eine Partie mit Björn und Paco und Paco und mir. Und keine Ahnung, wer dann vielleicht noch dazu kommt oder nicht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten drückt auf den Abo-Knopf. Gerne auch Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Musik.